Herzlich willkommen zu unserer Sendung TV Berlin Spezial. Und heute will ich über ein besonderes Thema reden, nämlich genau vor 50 Jahren brach in Israel der Sechstagekrieg aus. Am siebten Tag siegten sie. Oder sie siegten am siebten Tag. 6 Tage dauerte der Krieg und darüber will ich heute reden. Man hatte große Hoffnung, dass es danach zu einem Frieden mit den palästinensischen und arabischen Nachbarn kommt. Das ist alles nicht eingetreten. Und wir wollen heute darüber reden mit dem Botschafter Israels in der Bundesrepublik, Yaakov Hadatz Handelsmann. Herzlich willkommen. Guten Abend. Wie alt waren Sie damals, vor 50 Jahren? 52, 53? Ich war fast 10 Jahre alt. Wie haben Sie das erlebt als 10-Jähriger? Eine Seite waren wir Kinder alle begeistert, weil die alle haben über einen Krieg gesprochen haben. Aber das ist kinderlich, das heißt, die sind begeistert und wissen nicht, was das wirklich bedeutet. Aber dann, ich kann noch erinnern, dieses Angst, das in Israel herrschte damals, weil es war klar, dass Ägypten, Syrien und auch Jordanien uns angreifen werden. Die waren sehr arrogant, die haben sie auch behauptet. Und ich kann mich noch die Schlagzeilen an die Zeitungen erinnern, wo es stand, dass die werden die Arbeit beenden, die Hitler nicht beenden konnte. Wir werfen sie ins Meer, ja, alles, in der arabischen Zeitung. Ja, das kann ich noch erinnern als Kleinkind. Und das kann ich mir noch vorstellen oder erinnern, die alle Vorbereitungen, also Mauern im Eingang zu Häusern in Tel Aviv aufzubauen, diese Sandsäcke einzusetzen gegen Schrapnetz und so weiter. Und auch man hat große Wesen als temporarische Friedhöfe vorbereitet, weil die alle waren sicher, dass nicht nur wird es eine schwierige und lange Krieg sein, aber dass es auch viele Opfer geben wird und auch oder besonders in der Zivilbevölkerung. Und deswegen hat man in ganz Israel Parken als temporarische, die Wesen in Parken, hatten das ausgegraben und als temporarische Friedhöfe vorbereitet. Aber Gott sei Dank war es alles anders. Ja, darüber reden wir gleich. Der letzte Krieg war gerade 11 Jahre vorbei, 56. Der Unabhängigkeitskrieg gerade mal 20 Jahre vorbei. Ich nehme an, Ihr Vater war schon an der Front, als Sie mit 10 Jahren vielleicht aus dem Bett krochen und der Vater war dann schon weg. Ja, mein Vater ja, aber meine große Brüder waren schon auch dort, weil ich seit die sind 11 und 50 Jahre älter als ich bin. Ja, die alle waren dort, die ganze Familie. Und das ist Teil leider ist es Teil unseres Alltagslebens. Man gewöhnt sich, das heißt, ich habe schon meine Söhne in der Militärdienst und die, zum Teil haben sie das schon absolviert und der Jüngste ist noch immer dort. So ist das Realität in Israel leider. Also man hoffte immer, als ich Kleinkind im Kindergarten war, gab es dieses Lied, dass bald wird man nicht ins Militär gehen müssen. Das hat man uns gesungen. Als wir unsere Kinder bekommen haben, haben wir es ihr gesungen und die sind immer im Militär. Und hoffentlich eines Tages, besser früher als später, kommt es zu Ende. Das ist die Hoffnung, die mit dem Ende des Krieges verknüpft war. Ich will nochmal zurück, warum kam es überhaupt zum Krieg? Die Ägypter, ja, sehr martialische Töne unter Nasser, sperrte den Suezkanal für israelische Schiffe, obwohl freie Durchfahrt eigentlich garantiert war. Und dann entschloss man sich in Israel nach vielen Diskussionen zu einem Präventivschlag. Bevor die Araber irgendwas tun konnten, flog man gegen die auffliegende Sonne, ja, und bombardierte die ägyptischen Flughäfen. Und schon am ersten Tag wusste man, das wird ein sensationeller Blitzkrieg. Ja. Wenn ich das deutsche Wort gebrauchen darf. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen bezweifeltes Ausdruck oder Wort auf Hebräisch und auf jeden Fall, ja. Wegen dieser es trifft zu in diesem Fall, ja. Wir haben die Entscheidung wurde getroffen, sie zu überraschen. Und ich habe nur gestern ein Interview im Radio mit einer der Töchterin, der damals Oberrabbiner, der militärische Oberrabbiner, und die hat gestern erzählt, dass er hat ihre Mutter an diesem Tag um 10 Uhr oder 11 Uhr angerufen
und hat gesagt, es ist Schluss, wir haben diesen Krieg gewonnen. Und die Mutter konnte es nicht verstehen, worüber war die Rede. Er hat gesagt, es ist der verrückt geworden, es ist nur 4 Stunden nachher und du weißt schon, dass alles schon entschieden ist. Ja, es war nach diesem Anschlag auf den Angriff auf die ägyptische Luftwaffe und auch die syrische und jordanische. Und sobald diese ägyptische Luftwaffe war zerstört, und das heißt, dann war sehr klar, ohne Überlegenheit im Himmel, dann ist dieser Krieg verloren. Und deswegen gab es auch Filme und ein Bücher unter dem Titel 3 Stunden Juni. Also eigentlich hat dieser Krieg nur 3 Stunden gedauert, also der wesentliche Teil dieses Krieges, angeblich nur 3 Stunden, und damit war es schon entschlossen. Ja, und dann hatte die israelische Armee den Sinai erobert, Westbank erobert, Golanhöhen erobert, und das war 2/3 des bisherigen Staatsgebietes. Ja. Aber wissen Sie, ich mag dieses Wort erobert nicht so, weil es sieht aus, und heutzutage gibt es diesen Eindruck für die Leute, die am meisten wurden noch damals nicht geboren, dass dieser Krieg ist passiert, weil ja, die Israelis haben sich einen Tag aufgewacht, morgen früh, und gesagt, die waren langweilig, haben gesagt, okay, was tut man heute? Na ja, dann erobert man das und das und das. Die Leute verstehen es nicht, dass es war. Ich würde nicht Panik beschreiben diese Stimmung in Israel damals. Aber die Leute haben Angst, die waren sicher, dass bald werden wir vernichtet werden oder verlieren. Und in diesem Gebiet bis heute übrigens gibt es keine Second Chance, keine Gnade. Ja, wir geben immer die Second Chance für diese Friedensverhandlungsversuche. Das ist okay, aber wenn wir verlieren, ja. Und es gab diese Laune in Israel, war sehr skeptisch damals, und ich kann mich noch erinnern, der Ephraim Kishon hat einen Artikel darüber geschrieben unter dem Titel "Der Letzte sollte das Licht ausmachen". Ja. Und das war die Stimmung, das heißt, die Leute haben das geglaubt, ich habe darüber gesprochen. Und plötzlich ist das alles umgekehrt. Und dann sind wir dort in Teile des Landes, wo man nur träumen konnte. Aber Moshe Dayan, der damals, und dieses Bild haben wahrscheinlich viele gesehen, mit der Augenklappe und Stahlhelm an der Klagemauer steht, die ja gar nicht zugänglich war. Ich war 2 Jahre vorher da und habe gesehen, dass sie bebaut war. Da war nur ein Gang von circa 2 Meter und da waren Häuser. Man kam an ihr größtes Heiligtum gar nicht heran. Und dann stand da Moshe Dayan und all die anderen und erlebten etwas, woran sie überhaupt nicht geglaubt hatten. Und Moshe Dayan hat hinterher gesagt, jetzt müssen wir Frieden machen, jetzt bekommen wir auch Frieden. Und man hat ja daran geglaubt, von Siedlungsbau war ja noch gar nicht die Rede. Ja, aber und das ist die beste Beweise, dass Siedlungsbau, wenn es überhaupt stattfindet, ist nicht das Hindernis für Frieden. Weil damals, soweit dass ich mich erinnern kann, sie waren dort auch, aber sie waren älter, ich war nur Kind. Sie waren schon älter, ein Alter, das heißt ein Erwachsene. Nein, ich war 10 Jahre älter als Sie. Ja, also Erwachsene. Damals waren wir nicht in Besetzung von Westjordanland oder was weiß ich. Damals gab es keine Siedlungen, gab es keine palästinensische Stadt übrigens, und auch gab es kein Peace. Es gab nur PLO, Ahmed Shukeri, der alle Juden versucht hat, ins Meer tragen wollte. Ja. Diese Show-Offs, ja, das was gab. Und trotzdem, am 8. Tag des Krieges, sondern 2 Wochen später, Ende Juni, gab es eine geheime Regierungstreffen und Entscheidungen. Und die israelische Regierung hat damals entschieden, dass Israel bereit gewesen wäre, alles, was in unserer Herrschaft ist, jetzt alles zurückzugeben, inklusive Ostjerusalem. Aber dafür soll es Frieden mit der ganzen arabischen Welt geben. Was sich dann in der UNO-Resolution 242, glaube ich, widerspricht. Nein, das ist nachher.
Also Betonung klar, wir geben alles zurück, aber aber ja, das war geheim. Heute ist das nicht mehr geheim, weil nach 50 Jahren ist es schon, also schon, es wurde schon vorher veröffentlicht. Ich habe die Dokumente während meiner Arbeit im Außenamt gesehen. Wir haben diese Nachricht, diese Entscheidung übermittelt durch Amerika, das heißt an die USA. USA hat es an die Sowjetunion, die Sowjetunion hat es an die Araber übermittelt. Die Antwort kam wenige Monate später in Khartoum, den sogenannten Khartoum-Gipfel der arabischen Stadtoberhäupte. Es waren diese sogenannten drei Neins. Nein zu Verhandlungen, nein zu Anerkennung, nein zu Frieden. Und der Wortführer war Abdel Nasser. Ja? Und ja. Wie es denn weiterging und warum es so ging oder so kam, wie es heute ist, darüber reden wir gleich weiter. 50 Jahre, Sechstagekrieg in Israel, genau heute begann er, am 6. Juni 1967. Darüber spreche ich gleich weiter mit dem Botschafter Israels, Jakob Hadass, Handelsmann. Er war damals 10 Jahre alt, aber erinnert sich noch daran, sein Vater und seine Brüder waren damals dabei. Und man hatte große Hoffnung. Und es gab auch diesen Geheimbeschluss, über den wir gleich weiterreden werden.